Zeus und Jupiter haben denselben Ursprung, ja. Aber so Blitz und Donner waren ja auch damals für die Menschen wahrscheinlich das, was die am schwersten begreifen und verstehen konnten, wo das herkommt. Weil die haben ja noch nicht so viel von Wissenschaft gehalten. Er will nicht. Okay, meine Waffe hat gerade gar keinen Effekt gezeigt. Nee, ich auch nicht, deswegen. Also es gibt da wahrscheinlich zig Parallelen auch. Okay, ich mach keinen Schaden mehr. Jetzt wieder. Was war das denn? Trotz der extremen Hitze fuhr Phoenix unbeirrt fort und stieß den Hammer des Hephaistos in das Herz der Flamme. Prometheus, du übertreibst! Kein Mensch könnte jemals diesen Hammer führen. Oder deine Blitze? Und doch, durch das Aufsaugen der Macht der Flammen, erwachte der Hammer zum Leben. Und damit löste Phoenix den zweiten Segen des Hephaistos. Den wiederbelebten Hammer in der Hand, musste Phoenix nur noch hinunter zum eingesperrten Leid des Hephaistos springen. Muss ich das? Naja, wenn der Erzähler das sagt. Mit meinen wunderschönen Blümchenflügeln.
richtiger Tor-Move hier. Malen ist schwer. Vielleicht war ich Koch? Malen ist schwer. Vielleicht war ich Koch. Phoenix verspürte einen Luftzug, der sich kälter als kalt anfühlte. Entschuldige, das ist mein neuer Duft von Boreas, dem Nordwind. Ich weiß, das ist mein Cousin. Ach, und er hat dir nichts abgegeben? Das ist kalt. Die Luft bewegt sich eigenartig. Ob ich sie nutzen könnte, um mich fortzubewegen? Anscheinend kann ich die Windrichtung ändern. Interessant. Nordwind. Jetzt mal Wind Waker, ja. Mutter, nein! Ich ändere mich! Ich werde der Sohn, den du wolltest! Eben haben wir gegen den Wind geworfen, deswegen ging es nicht. Was zum... So wie du einst das Übel der Welt verpackt und netterweise der Menschheit geschenkt hattest, fing Phoenix nun Hephaistos Übel in der Büchse der Pandora ein. Sein Leid, seine qualvollen Inspirationen. Mein Kind ist Künstler, was soll ich sagen? Aus dieser Flamme erschien die Niedertracht, die Hephaistos quälte. Bitte? Welche Niedertracht? Hephaistos hatte es leicht. Naja, du hast ihn vom Olymp geworfen. Seine Mutter hat ihn verstoßen. Die Götter ihn verspottet. Er wurde nie zu Dinnerpartys eingeladen. Oder wenn doch, wurde immer kurzfristig abgesagt. Ich war im Stress, Promi. Kann passieren. Er war im Stress. Vergiss dein Ziel.
So geht das. Ja, aber ich möchte nicht irgendwas mit Musik machen. Ich bin da ganz schlecht drin. Boah, oh, oh, oh Gott. Was kommt da auf einmal am Fußboden? Ey, so gemein. Ich bin richtig erschrocken. Eine helfende Plattform. Ah, tot. Soll Typhon siegen, unsere Grausamkeit ungeschehen machen.
Warum bewegt sich die Kiste nicht? Aber das bringt mich ja trotzdem nicht ans Ziel, was ich jetzt hier mache. Oder doch? Wow. Ich werde im Feuer leben, ohne dass es mich verschlingt. Endlich. Der Ball ist zu heavy. So. Das hätten wir.
Das wirkt auch ein bisschen leichter als das blöde Ding. Obwohl das wahrscheinlich auch total easy gewesen ist. Ein Kullerkugel. Oh, da hinten sind noch zwei. Der Opus! Brontes! Wie konntet ihr? Wie konnten die was? Wollte erst sachte machen, aber dann habe ich gesehen, ach, ist alles safe hier. Irgendwo hier unten ist eine Kiste. Kohle, Kohle. So, war ja nicht in Luft wie zum Drehen. Ah, der Luft geht in die Richtung, oder? Nee. Gucken wir mal, ob wir das so rüberwerfen können. Aber irgendwie sieht das nicht so aus. Halte ich gerade runter? Streitsucht. Hephaistos dunkelste Gefühlsregung war nun sicher in der Büchse der Pandora gefangen. Streitsucht! Seine Frau liebte ihn nicht und er musste ins Exil. So schlimm ist das nicht. Ich bin mit Hera verheiratet. Als ob er das ernst nimmt. Boah. Blitzi. So, wie komme ich hier raus? Ah, hier. So, jetzt ist da drüben noch. Irgendwie da drüben hoch. Um dann den Feuerstoßbums zu holen. Bauen wir mal da rein. Easy. War so geplant. Weil, Skill. Ich wollte auch zeigen, wie es nicht geht. Wind ist verkehrt rum.
mal. Wie lange ist das am Leuchten? Hallo? Hä, wieso sind jetzt nicht in das geflogen, weil ich den Wind nicht umgedreht habe, ich Idiot! Ich mach das zu hektisch, die Ecke gerade. Weil die nervig ist. Doch, ich hab den Wind umgedreht, der war eben hier schon wieder. Okay, ich habe ihn in die falsche Richtung jetzt gedreht. Eieiei. Ganz peinlich hier gerade. Da hätte ich jetzt eigentlich gerade mein Ende gesehen. Hier eine, sollte hier eine Junge eine Kiste sein?
Och nö. Einfach ein Jenseits gefischt geworden. Ich finde es gar nicht so schlimm. Das war eigentlich eigene Dummheit, dass ich hier so durchgewascht bin. Das war das Problem eben. Aber ist schon ein bisschen tricky, vor allem wenn man hektisch hier rumrennt, aber. Will man das an? Gemächlich spielen wäre das voll easy. Aber nein, man wird ja irgendwann hektisch. Aber ja, den finde ich schon ein bisschen nerviger als den man am Anfang das eine Mal hatte mit den Sachen anzünden. Aber ich mag die Rätsel, das ist eigentlich ganz cool. Finde ich cool. Ui. Fahrstuhl. Ich und mein Fahrstuhl und mein Leuchteball. Wieso durften wir den nicht nach oben? Ich werde immer der entstellte Gott sein. Das ist auch die letzte Kugel jetzt, ne? Reicht nun auch langsam. Warum krallen sie mir ins Bein? Fräulein? Keine Antwort und Kralle bleibt im Bein. Alles klar. Gute Katze, gute Katze. Der Brust. Will die Hunde mal was zu trinken? Es ist 11:30 schon wieder. Verzweiflung entstieg der hellen Flamme und Phoenix fing sich schnell in der Büchse der Pandora ein. Alle Schmieden sind entflammt. Die Luft dürfte jetzt stark genug sein, um mich hochzutragen. Sieh dir Hephaistos an. Er hätte sich einfach damit abfinden sollen, aber er hielt Hera gefangen und verlangte Aphrodites Hand. Ich wusste, sie würde ihn nie anfassen. Sie wäre sicher und vergeben. Das war perfekt, also stimmte ich zu. An seiner Verzweiflung ist er selber schuld. Sie wog so schwer wie Phoenix Sorgen. Wenn sie Hephaistos, diese dunklen Erinnerungen, zurückbrachte, würde sie ihn dann zu ewigem Leid verdammen? Diese Frage verfolgte ihn auf dem ganzen Weg. Mutter! Vater! Hört bitte auf! Ich benehme mich! Versprochen! Okay, irgendwas muss ich hier noch machen. Okay. Einfach, okay. Bitte, Aphrodite, rede mit mir.
wildes Knöppi gedrücke. High five! Der sieht aus wie so ein Ritter von Zelda. Er ist erzürnt. Hey, hey, hey! Können wir nicht darüber reden? Ich muss nicht reden, ich hab Damage-Tränke. Hey, Damage-Trank. Tötet einfach alles. Es ist plötzlich so kalt. Ich fühle mich fast traurig. Rachsucht brodelte, wie man es von der Wut kennt, die mit dir kommt. Jede Missetat, die du ihm aufgebürdet hast, entfachte einen Zorn in Hephaistos, den er in etwas Gutes kanalisierte. Seine Kreationen. Dem Jungen stand ein hartes Leben bevor. Ich wollte ihn nur stark machen. Ich wusste nicht, wie sehr ich ihn verletzte. Niedertracht, Streitsucht, Verzweiflung und Rachsucht verschmolzen. Und wurden zu Hephaistos wiedervereinter Essenz. Klingt nach sehr guten. Ja. Ja. So Dinge, die man ganz tief halt in sich trägt. So. Und. Ja. Hephaistos, ich bin zurück! Mit deiner Essenz! Hephaistos? Phoenix hoffte, dass Hephaistos in der Halle der Götter war. Mach noch mal kurz die Äpfel ein, ne? Kann ich schnell reisen? Ach, weil ich in der Bewegung war, wahrscheinlich. Bin ja mal gespannt, was Aphrodite, wie sie sich jetzt über den Dosenmann lustig macht. Vorbei ist, solltest du der Goldinsel zu ihrem alten Glanz zurückverhelfen. Aber mit mehr Bildern. Eine Liebhaberin meiner Kunst. Langsam geht es wirklich bergauf. Billige, hässliche Kunst. Überall auf dieser einst schönen Insel. Ich nenne dieses Projekt Weg mit meinem Ehemann. Oder kurz WMME. An dem Namen arbeite ich noch. Man braucht etwas Kurzes, Knackiges, das sich die Leute merken können. Hier bist du! Als ich aus dem Gewölbe kam, dachte ich schon, es wäre was passiert. Es ist immer etwas passiert. Etwas Schlimmes. Wie bist du hierher gekommen? Ich habe vielleicht geholfen. Du hast meinen Flügelhelm und die Sandalen gefertigt. Ich habe dich gerettet und hergebracht. Damit sind wir wohl quitt. Er glaubt, wir kennen uns. Spiel einfach mit. Ja, deine Sandalen. Wie schön, dass du sie magst. Ah, war ein Versuch. Hast du seine Essenz gefunden? Sicher, dass du bereit dafür bist? Es ist nie etwas Schlimmes passiert. Warum sollte es jetzt anders sein?
Dann bin ich mal gespannt. Alter, bärtiger Mann wird es bestimmt werden. Vater des Erfindens, leihe mir dein Schwert, dein Speer, deinen Pfeil. Vertreibe das Dunkel. Leuchte uns den Weg. Willkommen zurück, alter Freund. Alles klar, Großer? Ich erinnere mich an alles. Das braucht Zeit. Ich wollte dich noch was fragen. Wie konntest du eigentlich ohne Erinnerung Hinweise zu Typhons Gewölbe hinterlassen? Nicht sein Gewölbe. Meins. Ich habe so gelitten. Ich war so müde. Bevor Typhon kam, habe ich meine innere Zerrissenheit oft mit Hilfe von Pandoras Büchse in das Gewölbe gesperrt. Ich hatte ein System. Mit den Hinweisen fand ich meinen Weg zurück. Ich war wehrlos, als mich Typhon fand. Dieses Monster hat mich in einen Automaten verwandelt. Und ich fand es gut. Weil Automaten nichts fühlen. Aber mit Hilfe deiner Hinweise hättest du deine Essenz selbst zurückholen können. Seropis und Bontes, meine Gehilfen, hintergingen mich. Sie stahlen und verbrannten den ersten Hinweis, durch den ich die Feuer der Schmiede entzündet hätte. Nein, nichts ist so bitter wie die Ironie. So sorgten sie dafür, dass ich in meinem Gefängnis blieb. Typhon hat sie beeinflusst. Einen habe ich gefunden, er hat für seine Taten bezahlt. Fehlt nur noch der andere. Gut. Sie haben eine Rüstung gestohlen, an der ich gearbeitet habe. Sie gehört dir. Und ich schulde dir auch noch etwas. Das wirst du brauchen für das, was wir als nächstes vorhaben. Wir müssen etwas stehlen. Oh ja! Um die Hoffnung vor der Unbeholfenheit und dem Schmerz der Sterblichen zu schützen, verbarg Zeus sie bei meiner Schmiede. Dort, hinter einer verschlossenen Tür, wartet sie. Wir müssen sie befreien. Wenn es um einen Raub geht, bin ich dabei. Der Schlüssel ist in einem Schrein im Nordosten der Schmiedelande. Lass mich raten, unter der Fußmatte? Ein wirklich gutes Versteck. Aber selbst wenn wir den Schlüssel und die geheime Kammer nahe der Schmiede finden, wie befreien wir die Hoffnung? Gemeinsam. Die Büchse ist bereit für ihre Aufgabe. Möge dich das Licht von 1000 Schmieden leiten. Okay, Schmiedemann. Dunkle Künste. Oh, wir lernen jetzt zaubern.